Hallo Europareisender, kennt ihr die Vendée? Mit 30 und mehr Grad Lufttemperatur, 20 Grad Wassertemperatur im Atlantik. Wir haben die Vendée das erste Mal im Fernsehen gesehen, bei der Tour de France. Uns haben diese schönen rosa Dächer und die kleinen weißen oder gelben Häuschen gefallen und die Gegend, die da zu sehen war. Hallo Camping- und Reisefreunde, ich bin der Hanjörg und ich möchte euch etwas über die Vendée erzählen. Wir sind hier in der Vendée in Frankreich und das liegt so ein bisschen südlich, hat wunderbare Temperaturen und ist ein Geheimtipp noch der Franzosen. Wir sind hier auf dem Campingplatz RCN. Wie RCN-Campingplätze aussehen, habe ich euch auch schon mal gezeigt. Da gibt es ein Video drüber. Und wir haben hier unser Hauptquartier für 4 Wochen aufgeschlagen und erkunden die Gegend. So, unsere Anreise hat uns über Luxemburg geführt. Da seht ihr ja schon die Anreisetipps, die wir gemacht haben, die Anreisevideos. Also Luxemburg, Lac d'Orient, Val de Flux und dann hierher, um euch mit schönen Bildern zu überraschen. Die Vendée ist eine ganz tolle Gegend. Etwas wärmer ist es noch weiter unten in Bordeaux, aber hier ist es schon sehr schön warm, sehr angenehm und am Atlantik, den wir sowieso lieben. Da zeige ich euch jetzt ein bisschen was von. So, wir fahren von Val de Flux nach Coex zum Campingplatz, zum RCN-Campingplatz Ferme La Troie, ohne Maut. Das ist also hier die blaue Spur. Und es dauert etwas länger, aber eine wunderschöne Reise und eine tolle Gegend. So, hier sind wir mal auf unserem Campingplatz. Auf der Seite unseres Campingplatzes. Das gibt es natürlich in Deutsch, ganz klar. So, hier habt ihr dann alles zur Verfügung. Campen, Unterkünfte rund um den Park, Tarife, Einrichtungen und Umgebung. Ja. So, das sind die Fakten. Beheiztes Freibad, Angeln und Bootsfahrten, Angeln auf dem See. So, das ist die Öffnungszeit von April bis September. So, und dann habt ihr hier hinten Stellplätze ansehen oder Unterkünfte ansehen. So, das ist, hier könnt ihr euch Fotos ansehen. Und ihr könnt euch auch den Übersichtsplan herunterladen. So, das ist die Webseite und hier haben wir natürlich vorher gebucht, um dann hierher zu kommen. So, Parkplan, den könnt ihr herunterladen, hier den Routenplaner drauf. Also kein Problem, um hier mal herzukommen. So, Einrichtung, ja. Da seht ihr schon, was hier los ist. Ein riesen Schwimmbad. Das sind die Einrichtungen. Also geht auf den Campingplatz, dann könnt ihr euch Fotos, Videos, alles nochmal angucken. Und habt hier richtig schön etwas in der Vendée. Und was man auf alle Fälle wissen sollte, die Vendée ist sehr sonnenreich. Ist eine der sonnenreichsten Gegenden in Frankreich. Ja, da liegt sie, die Vendée. Super. Und ja, ich zeige euch auch den Atlantik. Das ist der Plan vom RCN, Zeltplatz Ferme de la Troie. Und hier ist unser Zeltplatz. Genau hier. So, ihr habt hier 2 Seen. Das sind keine Badeseen, das sind Angelteiche. Ja, hier könnt ihr locker angeln. Macht Spaß und ich habe sogar einen Fisch gefangen, den man essen kann. Die Plätze sind sehr großzügig, also 150 Quadratmeter hat man hier immer
Und ihr steht hier ganz hervorragend, ruhig auch. Und es gibt Nischen, Hecken, sodass man so ein bisschen individuell hier dort rumsteht. Sind seit der Tour de France hier in der Vendée sehr beliebt und ihr könnt diese Touren vorher planen. Es gibt eine Broschüre, die kann man sich herunterladen auf der Webseite von Vendée Velo, das wird hier kurz mal eingeblendet. Ihr könnt aber diese Broschüre auch runterladen über unser Pinterest-Zugang. Dort in der Reiseliteratur findet ihr Vendée Velo, diese Broschüre als PDF-Datei, und seid dann informiert, wenn es losgeht. So, wir haben jetzt mal die Route 62. Und zwar sind wir ja hier in Coex. Ja. Und zwar hier etwa ist der Zeltplatz. Und das, was wir jetzt besichtigen, ist das Château de Apremont. Hier oben. Das ist also eine Radtour, die hier angezeigt ist. So, hier gibt es den See Apremont. Das ist ein Stausee. Und hier an dem Flüsschen und dem Stausee kann man auch angeln. Das Château de Apremont hat eine Webseite und man kann es natürlich auch besichtigen. Ab und zu finden dort auch Konzerte statt oder Schauspiel und andere Veranstaltungen. Da müsst ihr euch mal, wenn ihr dort seid, schlau machen. Es gibt natürlich ganz tolle Touren hier auch am Atlantik. Dazu gibt es dann hier diese Karte. Zum Beispiel Brétigneul-sur-Mer. Da waren wir immer baden. Weil Coex liegt hier am oberen Rand. Das sind 20 Minuten bis zum Auto, mit dem Auto bis hierher. Und hier ist natürlich eine super Strecke. Das ist der Küstenwanderweg, der Küstenradweg. Und der geht an der ganzen Küste des Atlantiks lang. Ja, also auch hier wunderschöne Radtouren. So, jetzt wisst ihr, warum wir den Atlantik so lieben. Übrigens gibt es hier Kanuschulen, Surfschulen, Bootsverleih. Hier könnt ihr so gut wie alles machen. Und natürlich auch Angeln. Ja? Brandungsangeln ist hier auch angesagt. Das ist ja auch schon mal gefährlich, wenn bei Flut gibt es hier
unheimlich Strömung. Und ich sag euch, ihr seid abends K.O., wenn ihr hier eine halbe Stunde drin wart und gegen das Wasser gekämpft habt. Ich hoffe, euch neugierig gemacht zu haben auf diese Touren hier in der Vendée und überlegt mal eure Planung. Vielleicht seid ihr nächstes Mal hier auch dabei. Übrigens, wir haben auch schon mal in der Vendée gedreht, zum Beispiel die Insel der Maschinen. Da könnt ihr auch mal reinschauen. Tschüss, euer Hanjörg.